Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Valheim, wollte ich schon sagen. Nein, zu Insa und Mind natürlich. Das Spiel hat uns hier wieder rausgeworfen vor dem Tintenklecksmonster. Und ich dachte mir, ich nehme jetzt schon mal mit auf und spiele nicht erst wieder bis dorthin, weil dann können wir gleich mal alle zusammenschauen, wie viele Schüsse der eigentlich benötigt. So, den ersten habe ich nicht getroffen. Okay, also er braucht doch ein ganz paar Schuss. Ich dachte halt, letzte Folge, ich habe zu viel verballert, weil ich habe ja direkt drauf losgeschossen. Aber anscheinend ist es doch nicht mit einem getan. So ein wirklicher Headshot war jetzt auch nicht dabei, das gebe ich offen und ehrlich zu. So, das hatten wir uns durchgelesen. Das war der Kartenleser, der Lochkartenleser. Und hier stand, die ist in dem Spind von... Wie hieß er? Von David. David. Hier ist zu. Wir waren hier drin. Im Stromraum. Und das müssen wir uns nochmal kurz anschauen. Also jeden Schalter benutzen, um den Strom im angegebenen Raum einzuschalten. Der Strom wird im Kasten von links nach rechts verteilt. Funktioniert in einem der Räume der Strom nicht, wird auch der Raum rechts daneben keinen Strom erhalten, bis die Fee-Funktion abgeschalten wurde. Also, bedeutet im Klartext, wir müssen die Räume ausschalten, die nicht funktionieren, oder? Obwohl das halt da steht, es wird von links nach rechts durchgegeben. Bin mir nicht ganz sicher, aber wir gucken mal. Das hier ist Kompressorraum, da kommen wir nicht rein. Keine Ahnung, ob dort der Strom geht oder nicht. Aber wir waren ja hier vorne in einem Raum, wo dieser Drucker drin war. Guck mal, hier geht aber auch, hier geht kein Strom. Wie heißt der? Geschäftsführung. Das sind die Büros. Und hier ist auf jeden Fall stromtechnisch irgendwas nicht in Ordnung. Hier brauchen wir nicht rangehen. Jetzt ist der Typ wieder da. Nee, diesmal nicht. So. Was war das jetzt? Büros. Büros und hier haben wir Mitarbeiterraum. In beiden ist irgendwie was strommäßig nicht in Ordnung. Vielleicht soll das ja ein Hinweis sein. Das haben wir uns auch schon durchgelesen. Hier haben wir bloß noch das Telefon. Mehr war hier auch nicht. Also, Mitarbeiterraum und Büros. Geschäftsführungsraum war zwar auch ohne Strom, aber da war zumindest kein Stromleck, sage ich mal, oder kein offener Strom. So, wir haben Mitarbeiterraum M, Büros B. M und B ist kaputt. M aus. Es gibt wieder kein B. Jeden Schalter benutzen. So, das haben wir. Der Sicherungskasten ist mit folgenden Räumen verbunden. BMGMK. Ist das jetzt die richtige Reihenfolge? Nicht, dass das einfach hier die englische Geschichte ist. Ich weiß nicht, Mitarbeiterraum, Employee-Raum, Employee-Room. Wir machen das einfach mal aus. Jetzt wurde was grün hier drüben. Keine Ahnung. Oh ja, das Ding leuchtet. Mich gerade voll vor dieser Brühe hier erschrocken, ne? Also das Teil leuchtet. Und hier sollte die Lochkarte von David rein. David, du Dummkopf, du hast schon wieder deine Lochkarte im Gerät stecken lassen. Ich habe sie dir in deinen Spind geschoben. Okay. Die Spinde werden ja wahrscheinlich hier im Mitarbeiterraum sein. Boah, wir brauchen unbedingt Licht. Haben wir doch hier einen Strom. Ach nee, hier haben wir einen ausgeschaltet. Stimmt. Wir haben keine Münzen. Ich glaube, die Münzen... Nee, die kriegen wir nicht. Wir brauchen auch vorne für den Warenkorb eine. Wir haben eh noch eine ganze Menge Rätsel. Wir haben verdammt wenig Leben. Hier. Wir nehmen es einfach mal. 6 Muni. Sie hat einen Jungen erwähnt. Ich sah ihn in den Abendnachrichten. Er sagte, sie war immer ein bisschen verrückt. Wir wussten nur nicht, wie sehr. Virginia wahrscheinlich. It's a locked locker. It's a locked locker. Ein verschlossener Spind. Kein Glück. Oh Gott. Scheiße, ey. So, wer war das? Der Dave.
Danke für den Schlüssel. Alter, hat er mich erschrocken. Ja, nicht näher kommen, bitte. Hey, got it. Ah, hey, sehr cool. Er gibt uns einen Daumen hoch. Ich danke dir, Dave, für den Schlüssel. So, hier haben wir die Lochkarte. Jemand ist spät dran. Boah, Wahnsinn, das hat mich echt erschrocken gerade. Können wir hier rausgucken? Sieht alles so trist und eklig aus wie vorher. Was haben wir hier? Nochmal 10 HP. Nehme ich alles gerne mit. Boah, das ist doch schon wieder die Mucke, dass schon wieder so ein Typ hier ist. Zwei? Och komm, keine zwei. Ich würde das jetzt gerne nochmal mit der Scherbe ausprobieren. Kommt der gerade hier vor? Ach du Scheiße. Okay, zwei Schuss, wir haben ihn bekommen. Ah, wir müssen wirklich eher Kopftreffer landen. Boah, der hat mich gerade erschrocken. Ich wollte eigentlich sagen, ich würde das gerne nochmal mit der Scherbe ausprobieren. Weil wir ja den Tipp bekommen hatten, wir sehen durch die Scherbe Bedrohungen. Ich dachte mir, wir können ja mal gucken, aber die hat es auf jeden Fall angezeigt. Vielleicht finden wir auch das fliegende Etwas oder Virginia wird das ja, Virginia wird das ja, glaube ich, sein. Vielleicht sehen wir die dadurch. Dann brauchen wir nicht immer so hektisch rumgucken, wo die gerade rumrennt. So, Kompressorraum. It's a punch card reader. It fits. Lachkarte ist drin. Und hier sollen wir die Schächte reinigen. Stand doch gerade eben auch noch nicht da. Wir sollen da hoch. Okay. Also wir sollen hier hochklettern und anscheinend da drüber. Ah, und er will Räuberleiter machen. Räuberleiter machen. Cool. Finde ich witzig. So die ganzen Tipps, die die Puppen auf einmal geben. Da ist er. Er guckt hoch zu uns. Wir haben es wahrscheinlich richtig gemacht. Nein. Was denn jetzt? Ah, ja, hat tatsächlich funktioniert. Okay, cool. Ich hoffe nur gerade. Sag mal, bin ich zu doof? Kommt, bevor wir hier hochrennen, jetzt wo ich das zweite Mal runtergeflogen bin, fällt mir gerade noch ein, wir hatten doch den Tipp hier vorne mit dem Tresor. Da stand doch, dass irgendwie, wie war's, der Code für den Tresor ist in der Überwachungskamera oder in der Linse oder irgendwie sowas? Jetzt müsste doch hier Strom an sein. Es hat keinen Strom. Hat keinen Strom, aber warum? Nee, die kommen jetzt wieder. Kommen die jetzt jedes Mal? Nee. Müssen wir jetzt hier nochmal was umpopeln? Lass mich mal gucken. Das erste ist Büros. Das O. Es hat Strom. Das ist aus, das ist aus. Das müsste doch jetzt Strom haben. Machen es nochmal aus und wieder an. Oder brauchen wir noch irgendwas anderes? Ich dachte, wir können das jetzt lösen. Ach nee, das ist der Überwachungsraum. Entschuldigung, das gehört nicht mehr mit zu Büros. Da ist kein Strom. Dann gucken wir doch nochmal vor. War das? Hier kommen wir natürlich immer noch nicht rüber. Sei denn, wir machen natürlich hier den Strom aus, oder? Gut, wir gucken uns das mal noch an, bevor wir jetzt weiterrennen, weil die Sache ist, wir haben einerseits das Rätsel noch. Wir haben auch noch das Rätsel mit den Kassen. Ich will jetzt hier nicht irgendwo weiter vorkommen im Spiel. Und dann kommen wir nicht mehr zurück, oder? Ja, wir verpassen halt irgendwas. Das wäre halt schlecht. Manager Room ist M. M ist aus. M bleibt auch aus. Aber ich hatte ja die beiden aus, weil ich dachte, wir machen jetzt erstmal alles aus.
dürfte ja hier vorne auf dem Drucker auch kein Strom mehr sein. Hoffe ich zumindest. Ja, und dann... Boah, holy shit, was war denn das? Ein Fax kommt an. Go fax yourself. Ja, geh und faxe dich. Auch geile Übersetzung. Jetzt wollte ich nochmal gucken. Boah, also es hat mich erstmal heftigst erschreckt, aber... Go fax yourself. Ah, da wieder eine Puppe. Gucken vorher nochmal, ob es hier irgendwas Schönes gibt. Enduramyn. Erhöht deine Ausdauer mit jeder dritten Pille. Bam. 10 übrig. Sammle alle Pillen im Homermart. Danke. Da war sie wieder weg. Finde ich irgendwie cool gemacht. Okay, das war aber anscheinend wirklich alles, was wir hier kriegen. Gut, jetzt ist hier auf jeden Fall alles raus. Also Überwachungsraum bräuchten wir Strom. Das wäre... Das nächste, was wir machen müssten. Boah, hör auf damit. So, ich mach die mal wieder aus, weil es kostet halt alles auch Strom. Also, wir brauchen... Ah. Das ist ja doof. Die haben wirklich die Anfangsbuchstaben anders übersetzt. Hier steht's richtig da mit O-M-H-S-C. Und hier steht's halt so. War ein doofer Fehler von den Entwicklern. Aber ja, man kann es sich trotzdem irgendwie natürlich erklären, wenn man nicht so doof ist wie ich. So, wir brauchen im CCTV-Room. M brauchen wir Strom. Das ist M. Jetzt ist M an. Wenn ich das anmache. Okay, also O darf nicht an sein. Ob das an oder aus ist, ist irgendwie ziemlich egal. Boah, was klappert hier schon wieder? Weiß halt nicht, kommen diese Tintenklecks-Dudes, kommen die hier aus der Brühe raus? Nee, ne? So, hier ist wieder Strom, das passt. Jetzt ist hier Licht an, perfekt. Und hier drüben auch. Jawohl, es läuft. So, um zur nächsten Kamera zu wechseln. Stock Clearance. Um zu verlassen. Jetzt lasst mich nochmal kurz überlegen, wo hatte der das hingeschrieben? Ich kann damit nicht nur Ladendiebe in Flagranti erwischen, aber dank meines kreativen Intellekts vergesse ich nie wieder den Zugangscode zu meinem Tresor, der eingebettet ist, versteckt durch die Linse der Sicherheitskamera. Eingebettet in der Linse. Achso, da unten steht eine 4. Jetzt sehe ich's. Hier springt die 1. 4, 1, 5. 2. Achso, das war's schon, war ja easy. War viel zu offensichtlich. Als dass ich das... Warte mal, 4? Habe ich das jetzt... 4? 1? 5? 2? Ja, die 4, die erste war so groß, habe ich gar nicht gecheckt. So, Detektinol erhöht deine List mit jeder dritten Pille. Vitalyxe erhöht deine Gesundheit mit jeder dritten Pille. Fastonüde erhöht dein Tempo mit jeder dritten Pille. Enduramyn erhöht deine Ausdauer mit jeder dritten Pille. Okay, wir haben bloß noch 6 Stück. Cool. Batterie nehme ich mit. Das war der Polizeibericht. Den haben wir uns schon durchgelesen. Wir haben tatsächlich immer nur noch Stift- und Haft-Notizzettel. Die anderen Sachen nimmt er anscheinend automatisch, aber wir sind schon relativ gut. Wir haben schon fast alle voll. Fehlt überall noch eins. Was funkelt da hinten? Ich weiß nicht, ob es die Brühe ist. So, wir wagen uns mal wieder zurück. Ich würde ganz gern nochmal gucken, ob wir dieses Rätsel schon gelöst bekommen. So, die hatten irgendeine Kunde, die eine bestimmte Menge Postkarten an der Kasse kaufen, erhalten je eine Homermart-Münze. Postkarten im Angebot. Homermart-Postkarte, Icarus-Point-Postkarte, Meier-Postkarte. Ein Gegenstand kann mehrmals gescannt werden. Anderson. Huch. So, also. It's an item scanner. Hier müssen wir anscheinend die Karten drüber ziehen. Da war nichts drauf. Und hier haben wir die Dollar. Das heißt, wir müssen irgendwie die Karten finden.
und die hier drüber ziehen, dass wir halt auf 4 Dollar kommen, oder? Ein Gegenstand kann mehrmals gescannt werden. Und schön das Leerzeichen vergessen. 5 Dollar. Und dann waren 4. Was haben wir hier? 2,50. Also haben die wahrscheinlich unterschiedliche Preise. Wir müssen das irgendwie zusammenpopeln. Guck mal, da. Nee, das ist hier an der Kasse, ne? Also zeigt uns die Scherbe anscheinend auch Sachen an. Nee, da hinten. Was ist denn das? Huch. Piep. Ey, da liegt was drin. Ah, okay. Wenn ich es jetzt richtig verstehe. Müssen wir uns da vorne um die Geschichte kümmern, dann kriegen wir eine Münze. Die packen wir hier rein. Dann können wir wahrscheinlich den Wagen rausnehmen und kommen an das dort ran. Also zeigt dieses Teil auch wichtige Geschichten an. Und das dann noch die Spiegel da hinten. Weiß nicht, ob das noch die übrigen Spiegel sind, aber es zeigt auf jeden Fall auch anscheinend wichtige Gegenstände an. Vielleicht finden wir dadurch die Postkarten. Wäre natürlich richtig cool. Und wir hatten ja vorhin nochmal, was war das? Irgendein Automat, glaube ich. Wo auch eine Münze rein sollte. Also sollten wir das Rätsel eventuell vorher lösen, bevor wir uns in den Kompressorraum machen. Piep. Noch eine Batterie. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wie immer müssen wir schauen. Weil die gute Olle ja hier irgendwo rumrennt. Stand ja da, du siehst durch die Scherben Bedrohung. Müssten wir die doch dadurch sehen. Was haben wir denn hier? Ach, okay. 2 Dollar. Hier war schon die erste Postkarte. Also wir sollten öfter die Scherbe benutzen. Hier überall noch Sachen leuchten. Es ist nur auch echt schwer, sich so zu orientieren. Aber wir sehen es ja dann glücklicherweise auch in der normalen Ansicht. Das heißt, wir drehen uns einmal und dann sehe ich doch auch hier irgendwas rumblinken, oder? Aufenthaltsbereich. Ich weiß nicht, was das Lilane ist. Ob das die Spiegel sind? Bitte leave me alone. Don't look at me. Ja, das hat sie ja schon ein paar Mal gesagt. Die fühlt sich halt selber irgendwie ganz schön hässlich. Und ist wohl anscheinend hier im Oma-Mart heftigst ausgetickt. Boah, bah, ey, erschreckt mich doch nicht so. Gibst du mir jetzt irgendeinen Tipp? Nee, ne? Ich. Ah, okay. Sie haut ab. Na gut, dass ich das jetzt so entdeckt habe aus Zufall. Ich wollte eigentlich nur gucken, wo sie ist. Ich habe nur auf einmal die Musik gehört und mein Herzschlag ist schon wieder direkt oben an die Decke und wieder zurück. Und ich wollte eigentlich nur gucken. Also wir sehen sie auf jeden Fall durch die Scherbe und anscheinend spiegelt sie sich halt auch selber drinnen so weit, dass sie... Oh Mann, da habe ich mir das Leben voll schwer gemacht. Ich bin hier voll weggerannt. Die hat uns 1000 Mal angeknabbert. Aber sehen wir sie erst, wenn sie uns entdeckt hat? Das weiß ich halt leider noch nicht. Da hinten leuchtet auf jeden Fall noch irgendwas blau. Was haben wir hier? Seit dem Vorfall ist hier ein komisches Gefühl. Irgendetwas geht vor sich und was haben die Spiegel überall zu bedeuten? Haben wir, glaube ich, auch schon durchgelesen. Was? Was? Wo ist die? Boah, es macht mich wahnsinnig, wenn ich die nicht sehe. Und das da drüben sieht anders aus. Ist die das? Ich glaube, das ist die. Das andere sind ja, glaube ich, die Spiegel. Die müsste jetzt... Dort ist sie. Uhu. War das auch echt schwer. Ich musste erstmal so laufen können. Ohne die aus dem Auge zu verlieren. Ich hoffe jetzt einfach, dass das gerade kein Zufall war. Hier bin ich. Hallo? Ey. Gott, was ist hier? Ey, was ist das? Macht das irgendwas mit mir? Jetzt ist so ruhig.
Boah. Ey, das macht das Ganze nochmal viel gruseliger, wenn man irgendwie mit einem Spiegel hinter sich guckt. So, jetzt kommst du doch hier vor. Sieht die mich jetzt? Hallo. Boah, ey, weh, die Puppe macht irgendwas. Ich sag's dir. Ja, hier bin ich. Ja, genau. Komm her, komm her, komm her. Es hat wirklich funktioniert. Sie ist abgehauen. Ines, du hast mich ganz schön erschrocken. Wir müssen hier nochmal eine Sicherung reinpacken. Boah. Ey, hört mal auf damit. Shit, 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 shit. Da hinten ist sie. Also ich glaube, wir laufen halt immer durch die Kameras, genau. Und dadurch macht es halt Piep und sie wird aufmerksam auf uns. Wir müssen immer mal kurz durch den Spiegel oder durch die Scherbe schauen. Dann sehen wir sie immer kurzzeitig markiert. Noch eine Postkarte. Oh, oh. Oh, oh. Ah. Okay, also ich muss sagen, das klappt relativ gut. Und ich finde das mega geil gemacht. Also generell so, was jetzt in der Folge schon passiert ist. Wir sind schon längst in der Überminutenzeit. Also generell mit den Puppen, die uns Hinweise geben und hier durch die Scherbe schauen und sich Sachen anmarkieren lassen, finde ich mega geil gemacht. Wir müssen jetzt erstmal Schluss machen an der Stelle. Wir sind ein Stück weiter gekommen. Wir haben jetzt schon 2 Postkarten. 2 müssten es noch sein. Wir müssen die natürlich auch noch zu den anderen Spiegeln lenken. Wir können jetzt noch mal gucken. Ne, die Spiegel leuchten nicht. Also sind das nicht die Spiegel, die leuchten. Huch. Naja, ich möchte sie jetzt nicht nochmal anlocken, wenn ich hier abmoderiere. Ich danke euch fürs Zuschauen. Morgen 16 Uhr geht's weiter. Ich bin gespannt. Mir macht's auf jeden Fall bisher mega viel Laune. Und ich hoffe, es geht die nächsten Folgen so weiter. Bis dahin. Macht's gut.